Ohne seinen Bruder Josef würde Hermann Anwander hier heute nicht mehr stehen. Der 71-Jährige hatte vor mehr als einem Jahrzehnt eine erblich bedingte Nierenerkrankung. Ihm blieb damals nur ein Ausweg, eine Spenderniere muss ihn retten. Und die hat er von seinem 3 Jahre älteren Bruder bekommen. Heute steht er wieder hier in der Station im Universitätsklinikum rechts der Isar, wo alles für ihn begonnen hat. Nieren haben nicht mehr gearbeitet und ich war dann an der Dialyse. Die Dialyse habe ich leider nicht vertragen und nach 1,5 Jahren war es eigentlich so weit, dass ich war zum Sterben. Die Station M1A im Klinikum rechts der Isar ist eine von 2 Stationen in München, die sich auf Organtransplantation spezialisiert hat. Nachdem die Station knapp 2 Jahre lang während der Corona-Zeit modernisiert und ausgebaut wurde, ist sie jetzt wieder voll einsatzbereit. Und das nicht nur zur Freude der Ärzte, sondern auch unter großem Lob von Wissenschaftsminister Markus Blume. Das rechts der Isar hat einen Weltruf, gehört zu den besten Kliniken, zu den besten Universitätskliniken in der Welt. Und wir sind hier kontinuierlich dabei, den Standort auch weiter auszubauen. In der Forschung, in der Lehre, aber vor allem auch in der medizinischen Versorgung. Und dass heute hier diese Transplantationsstation neu ans Netz gegangen ist, ist ganz wichtig. Mit der neuen Station für bis zu 12 Patienten soll denen, die dringend auf ein Spenderorgan warten, besser geholfen werden. Denn die Zahl der Organspender ist alleine im Jahr 2022 um 6,9% gesunken. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir wieder ganz normalen Klinikbetrieb haben nach der Pandemie, dass wir mit dieser neuen Station, Transplantationsstation, wieder ein hervorragendes Umfeld haben für die Patientinnen und Patienten, die entsprechend auf eine Niere warten. Also das Besondere an einer Transplantationsstation ist, dass nicht nur von Hygieneseite hier besondere Maßstäbe anzusetzen sind, sondern dass auch, wie das Konzept dieser Station aufgebaut ist, interdisziplinär und interprofessionell hier die Kapazitäten zusammenkommen. Die Wartezeit für Patienten, die eine Spenderniere brauchen, kann in Deutschland bis zu 8 Jahre dauern. Die Ärzte im Universitätsklinikum rechts der Isar empfehlen deshalb, sich zumindest Gedanken über einen Organspendeausweis zu machen, sodass schon bald mehr Leute, so wie Hermann, wieder gesund leben können.